Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir mal wieder die neuen Videos von Linus angeschaut und habe dabei gesehen, er macht einen Spleef-Modus. Und dann dachte ich mir, ist eigentlich eine coole Idee, ich mache das auch einfach mal. So gesehen könnt ihr sagen, ja, die Idee ist geklaut, aber Credits gehen an Linus. Und ja, halt wie gesagt, ist halt schon geklaut, aber ich fand halt die Idee ganz cool und wollte es einfach deswegen einfach auch mal machen. So, dann erstellen wir uns hier zuerst mal eine neue Welt, damit wir den Spleef-Modus machen können. Ich benutze immer sehr gerne das Preset The Void, einfach eine leere Map. Ja, kann ja jeder machen, wie er will. So, dann würde ich sagen, das ist unser Spleef-Modus. Und dann erstellen wir mal kurz die Welt. Ich werde im Übrigen in dem Video keine Karte machen oder so, sondern ja nur Zeitraffer. So, hier sind wir schon auf der Map. Okay, ich muss mal ganz kurz doch einen Cut machen. Ich muss mal nämlich kurz das nachgucken. An der Stelle ist dann leider XSplit abgestürzt und das war ziemlich blöd, weil ich habe es nicht bemerkt und dementsprechend war dann ungefähr 55 Minuten Aufnahmematerial einfach weg. Glücklicherweise habe ich aber hinterher mit OBS weiter aufgenommen und davor kurz zusammengefasst, was ich getan habe in der Zeit, wo XSplit abgestürzt ist. Was haben wir jetzt schon geschafft? Dazu will ich hier ganz kurz einmal die Szene wechseln. Ich hoffe, das funktioniert so einfach. Und hier ist noch was falsch eingestellt, aber ist mir jetzt egal. Ich lasse es jetzt so ohne Cut. Also, wir haben eine Lobby gebaut, wir haben eine Map-Auswahl gebaut. Ja, wir haben dann, ja, hier, also wir haben das Map-Auswahlsystem gebaut, wir haben die Map-Auswahl gebaut, wir haben das Lobby-System gebaut, zumindest die Grundfunktion so. Und wir haben zuletzt hatten wir eingestellt, soweit ich mich erinnern kann, das hier genau, was passiert, wenn das Spiel startet, genau. So. Jetzt ist die Frage, was sollte da noch passieren? Da sollte natürlich einiges anderes passieren, wenn das Spiel startet, nämlich das werde ich jetzt einfach mal hier live machen. Da können wir wieder hier die Aufnahme wechseln. Nämlich sollten die Schilder hier nicht mehr anklickbar sein. Warum? Das ist relativ einfach, wenn jemand joint in der Zeit, also wenn jemand auf den Server joint. In der Zeit, wo Leute noch auf der Map sind, dann kann der hier die ganze Zeit die Map resetten oder die Map ändern, während quasi noch ein Spiel läuft. Und deswegen würde ich sagen, solange ein Spiel läuft, machen wir Folgendes. Beziehungsweise, wenn ein Spiel anfängt, wird gemacht. Wir gehen hier wieder in die Datei. Diese Schilder werden runtergeklont, das ist einfach dazu da, dass man hier die Schilder verändern kann und dann wird das quasi gespeichert und dann sagen wir noch, beziehungsweise ich habe eine andere Idee noch. Das Ganze dann in dem Fall dann nach oben, sprich nach da. So. Als nächstes würde ich sagen, baue oder schreibe ich ein System, das herausfindet, wie viele Spieler noch am Leben sind, beziehungsweise noch im Spiel sind.
Okay, da bin ich wieder. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr gemacht, als auch als nur herauszufinden, wie viele Spieler überhaupt da sind. Und so habe ich einfach gleich das komplette Game-System gecodet. Das heißt, wir sind fast fertig. Was wir noch brauchen, ist jetzt ein Schild, um tatsächlich auch die Runde starten zu können. Und zwar werde ich noch machen, wenn man vom Spawn Point, wenn man wenn man quasi gerade kein Spiel spielt und mehr als so und so viele Blöcke vom Spawn Point weg ist, dann wird man automatisch zurück zum Spawn teleportiert. Hat den Grund, wenn ich mich jetzt, ich zeige euch das mal, wenn ich mich selbst kille, dann respawnt man normalerweise hier oben. Also ich weiß auch nicht, wie man respawnen können soll. Also, oder beziehungsweise wie man halt dazu kommen soll, indem man stirbt. Außer man springt halt runter. Und das wird dadurch halt gleichzeitig verhindert und deswegen passt das. So. Jetzt müsste das Spiel wirklich komplett fertig sein. Ich gehe mal kurz ein, slash Reload. Ah ne, eine Reload-Message fehlt noch. Und dann sind wir schon fertig mit der Reload-Message. Und jetzt müssten wir wirklich komplett fertig sein. Jetzt gehen wir mal Reload ein, um zu gucken, kommt die jetzt. Sehr schön. Running Spleef bei Fan von Felsen. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Das mache ich aber nachher. So. Jetzt habe ich einfach mal ja, in die Bildschirmaufnahme gewechselt. Ich hole jetzt einen zweiten Account drauf. Und dann testen wir das einmal aus, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe und ob alles läuft. Jetzt sind wir fertig mit dem Spielmodus Spleef. Ich zeige euch jetzt einfach noch mal eine Runde. Ohne Cut jetzt einfach. So, wie sieht so eine Runde aus?
Und was sind die Funktionen? Wir haben jetzt natürlich keine dritte Map festgelegt, aber es ist egal. Also, wir sind genügend Spieler, nämlich mindestens zwei Stück. Das heißt, wir können ein Spiel auswählen, wir können eine Map auswählen, die dann direkt geladen wird. Und wir sind natürlich normalerweise im Game Mode Adventure und sehen diese Linien nicht. So, wir nehmen jetzt aber mal Map 2, weil die ist hübscher. Ne, wir nehmen doch mal Map 1 und drücken dann auf Start. So, jetzt können wir den Spieler nicht schlagen, weil wir haben einen Weakness-Effekt. Und wenn wir jetzt ihm den Boden unter den Füßen es geschafft haben wegzureißen und der letzte Überlebende sind, dann haben wir die Runde gewonnen. So funktioniert der Spielmodus im Groben. Ich hoffe, euch gefällt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Schöne Grüße an Linus, falls du das Video siehst. Ich finde das trotzdem korrekt, was du da machst mit deinem Spleef. Ich finde vor allem, du hattest die Idee, ich habe dir ja quasi nur geklaut. Das finde ich super, dass du solche coolen Ideen hast und ja, Spielmodi umsetzt in Vanilla Minecraft. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.